Lebendige Kultur als Ausdruck des benediktinischen Lebens. Bibliothek, Museum und Ausstellungen. All das ist das Benediktinerstift Admont, das älteste bestehende Kloster der Steiermark. Unsere Abtei wurde im Jahre 1074 gegründet. Die Aufgaben, die unsere Gemeinschaft hat, das ist die Pfarrseelsorge. Und seit 1644 gibt es also auch das Stiftsgymnasium Admont und dann die Kultur, der Bereich der Kunst, wenn auch über die Kultur. Die Leute sehen etwas, hören etwas, merken etwas, dann eben auch die Botschaft sozusagen des Evangeliums über die Kultur an die Menschen herangetragen werden. Den einmaligen Reiz der Museen macht ein Spiel mit Kontrasten, Epochen und Stilen auf 7600 Quadratmetern aus. So finden sich die Wurzeln des Naturhistorischen Museums in der weltweit bekannten Sammlung des Benediktiners Pater Gabriel Strobel. Neben der berühmten Fliegensammlung beinhaltet es Exponate der heimischen und exotischen Tier- und Pflanzenwelt. Das Kunsthistorische Museum beherbergt eine jährlich wechselnde Auswahl an Objekten aus der kirchlichen Schatzkammer. Ebenso zu bestaunen Glasmalereien, Tafelbilder des 15. Jahrhunderts sowie alle Jahre unterschiedliche künstlerische Interventionen. Hier tritt die neue mit der alten Kunst in einen Dialog. Immer neu sind erlesene Jahresausstellungen unter interessanten Themen wie in 2016 zum Fressen gern. Die Sammlung Gegenwartskunst besteht aus fix und fertig angekauften Werken, einerseits von Künstlern und Galerien und andererseits Made-for-Admont-Werken, Auftragskunstwerken. Diese Arbeit hier ist ein Auftragskunstwerk. Und unter diesen Auftragskunstwerken haben wir eine Spezialsammlung, die Sammlung Jenseits des Sehens, ist für blinde und sehende Menschen konzipiert. Das heißt, es ergeben sich für sehende außervisuelle Wahrnehmungsmomente über Gerüche, über Laute, über Tasten. Ein Wissensspeicher aus ganzen Jahrhunderten, die Admonter Stiftsbibliothek. Auf der ganzen Welt gibt es keinen größeren klösterlichen Bibliothekssaal. Die ältesten hier gesammelten Werke stammen aus dem 9. Jahrhundert. Die Admonter Stiftsbibliothek beinhaltet vielerlei Meisterwerke, zum einen in künstlerischer Hinsicht. Wir haben hier Fresken des berühmten österreichischen Barockmalers Bartolomeo Altemonte, aber auch der Skulpturenschmuck, der vom großen steirischen Barockbildhauer Josef Stammel stammt. Das ist die eine Seite und andererseits der Inhalt der Bibliothek. Es sind Meisterwerke aus der Zeit des Mittelalters, wo hier die Admonter Mönche selbst Handschriften auch produziert haben, aber auch natürlich der barocke Buchbestand. Für uns ist ja sozusagen diese Zusammenfassung der Regel Benedikts, ora et labora et lege, bete, labora die Arbeit, natürlich auch lege, lies. Die Mönche sollten sich einfach auch mit der Heiligen Schrift oder mit geistlichen, theologischen Büchern, Schriften auseinandersetzen, weil man ja nicht nur immer etwas geben kann, sondern auch etwas empfangen muss. Alt und neu, Tradition und Innovation, Kultur und Natur. All diese Kontraste bilden doch eine wohltuende Einheit im Stift Admont. Inmitten imposanter Naturlandschaft, umhüllt von atemberaubenden Düften, in lauschiger Harmonie lässt sich der Alltag hier schnell vergessen. Besuchen Sie uns und erleben Sie sich selbst neu.